Also, dann geht es jetzt schon weiter mit Podcast Nummer 2. Nachdem wir uns jetzt im ersten Podcast eine halbe Stunde gelabert haben und nicht mal bis zum Buchstaben E gekommen sind, müssen wir uns jetzt eigentlich fast ein wenig beeilen. Aber naja, das kann schon wieder schwer werden, denn als nächstes kommt gleich mal ein Blockbuster-Titel. Und noch viele mehr Blockbuster warten auf uns und mit dabei ist natürlich wieder mein Kollege, der Emre. Buh! Ja, ich gehe wieder. Ja, okay. Auf Wiedersehen und dann mache ich das wohl alleine. Ja. Ja, denn zum nächsten Titel glaube ich leider kann er nicht so viel sagen, aber es kommt noch die Zeit des Emrys, glaub mir. Ja, kommt noch. Der Aufstieg des Emrys. Ja. Aber vom Aufstieg gibt es auch noch etwas davor. Oh, das war eine super Überleitung. War das eine Ich super glaube, das Überleitung? kann reif, wirklich. Ich. Ja, denn wir fangen gleich mal an mit einem Blockbuster und zwar Dragon Age 3 Inquisition. Also ich muss sagen, ich habe Dragon Age 1. Oh, ich liebe dieses Spiel. Ich habe es 150 Stunden lang gespielt und das nur beim ersten Durchlauf. Ich habe es insgesamt zweimal durchgespielt. Es ist so grandios, es ist so toll. Dragon Age 2 haben sehr viele Leute gehasst und ja, ich kann dazu nicht sagen, weil ich diesen Titel nicht gespielt habe, aber ich traue da mal so der Masse. Ja, ich glaube, das der Aber Masse einfach auf die Nerven, dass es zu sehr nach Hack'n'Slay war, habe ich gehört. naja, es war halt, also das Dragon Age 1 war halt wirklich nur eigentlich ein PC-Spiel. Ich habe es aus der PS3 gespielt und das. Also, es war immer noch ein tolles Spiel auf der PS3, aber auf der PS3, es spielt sich halt komplett anders auf, wie auf dem PC. Weil auf dem PC, da hast du halt. Es gibt einfach viele Unterschiede. Ich will jetzt nicht genau ins Detail gehen, aber es spielt sich einfach anders. Und das Besondere auch an Dragon Age 2 war die Story dann immer so gut. Dragon Age 3 hat im Trailer alle begeistert, da am Ende wieder eine bekannte Person aus dem ersten Teil war. Darkness closes in. Und zwar Morrigan, das war natürlich die sympathischste. Mit der konnte man ein paar. Emre, wie drückst du das konsequent aus? Was konnte man mit der machen? Keine Ahnung, ich kenne die nicht. Ihr versteht alles mit Doktorspielchen gemeint ist, oder? Ach so, okay. Sowas. Und ja, sowas war da täglich. Das bin Strange auch ab 18. Ja, Dragon Age Inquisition erscheint frühestens Ende 2014, dauert also noch eine Weile. Deswegen verstehe ich nicht, warum der für PC und für PS3 und Xbox 360 angekündigt ist, aber egal. Ich hoffe, Dragon Age 3 wird wieder ein richtig tolles Spiel, aber wer weiß. Ja, dann zum nächsten Titel. Vielleicht kann hier unser Mr. Tekken auch was dazu sagen, nämlich The Tekken. Was sagst du zu Elder Scrolls Online? Ja, ich denke mal, das wird wieder einige Leute in ihre Kellerlöcher zurückholen, werden sich dort verkriechen und tagelang spielen. Tagelang, Monate, Jahre. Jahre, Jahre. Oh, und da kommt Skyrim, und da kommt Elder Scrolls 6 raus. Oh, da muss ich ja gleich wieder in den Keller. Ja, also Elder Scrolls Online ist ja das Online-Spiel zu Skyrim. Man hat dort alle Welt, man hat dort die Welt aus Oblivion, Morrowind, etc., etc. Und es wird wahrscheinlich so unglaublich viele Leute wirklich in, ja, aus ihren Kellern, also wie der Emre schon gesagt hat, wirklich in ihre Keller zwingen und da werden die eine Weile lang nicht mehr rauskommen. Ich muss sagen, ich bin da nicht so in dem Hype. Wie sieht es so mit dir aus? Ich hab mal Oblivion gezockt, nicht lange, ganz kurz eigentlich nur ein paar Stunden, hab mich da irgendwie nicht zurechtgefunden. Ich mag sowieso solche Rollenspiele eher nicht so und von daher wird es auch nichts für mich sein. Ja, gut, kann ich nachvollziehen. So, das nächste Spiel beginnt mit F. Das jetzt soll du vorstellen. Das Wichtige mit F, nicht das Unwichtige. Farming Simulator. Gut, dass du das wichtige Spiel genannt hast. Ja, Der natürlich. Farming Simulator 2013. FIFA 14 meinen wir natürlich. Also mein Lieblingsspiel. Ich spiele es eigentlich gar nicht. Nee. Mein liebes Spiel, ich spiele es gar nicht. Nee. Warum, wenn ich mal fragen darf? Ich weiß nicht. Es ist ja. Allgemein habe ich nichts gegen FIFA. Allgemein habe ich auch gegen Fußball nichts. Ich spiele es zwar nicht, ich schaue es nur an, aber Das sind immer die Besten. ja, ich kann nur schreien und bessere Tipps geben und besser. Angeblich kann ich ja besser spielen als die Spieler und schreie deswegen immer. Aber ich weiß nicht. Also, sie machen es Ihr jetzt. müsst euch den Emre ja so vorstellen. Er ist einer von denen, die so 200 Kilo wiegen mit der Lederhosen und ein Bart hat. Genau. Genauso sieht er Genau. aus. Ja, die man immer so schlechten Serien. Ja, Emre ist der Bulle von Tölz. FIFA Jetzt wisst ihr 14 ist es. halt auch wieder, wenn man mir so vorhalten würde, ich würde keinen Unterschied zwischen FIFA 11, 12, 13, 14 sehen. Es ist halt immer wieder ein klein bisschen bessere Grafik. FIFA
vielleicht ein bisschen die taktische Möglichkeiten besser ausgefeilt und so, aber also ich habe viele Freunde, die es wirklich suchten bis zum Gehtnichtmehr, aber ich fühle mich gar nicht angesprochen. Ich habe nur 50 Stunden. Nee, also ich zock's gar nicht. Also vielleicht kannst du noch mehr also, sagen, aber ich bin... Ja, ich kann jetzt auch nicht so viel sagen. Also ich bin einer, ich kaufe, also ich frage immer noch, das beste Fußballspiel ist TIFF, das kennt kein Mensch. Das gab es auf der PS2, wurde leider von Sony irgendwann mal eingestampft. Ich kaufe mir immer im 3-Jahres-Abstand. Ich habe FIFA 7, FIFA 10 und jetzt FIFA 13. Das heißt, ich kann mir FIFA 14 nicht kaufen und FIFA 50 darf mir erst wieder FIFA 16 kaufen. Also ich finde FIFA 13 finde ich unglaublich gut. Also es ist wirklich so ein Sprung, wenn, also ich habe es halt im 3-Jahres-Takt entdeckt und es ist wirklich so ein Meilenstein wirklich seit FIFA 10 da passiert. Ich glaube, FIFA 14 wird natürlich wieder so oft verkauft werden, weil es ist einfach fucking nochmal FIFA. Es ist besser als dieser scheiß Pro Evolution Soccer. Das ist so und es ist auch ein geiles Spiel, aber ich muss sagen, ich glaube, ich hole es mir auch nicht. Aber Ehre wem Ehre gebührt, FIFA ist ein geiles Spiel. Kann ich nichts dagegen sagen. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Spiel. Wie sieht es so mit japanischen Rollenspielen bei dir aus? Na, also wie ich vorher schon gesagt habe, Rollenspiele sowieso nicht und dann noch dazu japanische Elemente. ja. Männer, die aussehen wie Frauen und Frauen, die ganz lang immer schreien. Und immer blablabla san, blablabla san. Also ich. Nee, nix. Ihr wisst müssen, der Emre, der hat ein paar solche asiatische Filmchen da zu Hause und jetzt schämt er sich nur dafür. War natürlich ein Witz. Nein, wir reden natürlich über, wenn es um Asiaten, Schulmädchen und sowas geht, geht es natürlich um Final Fantasy, ist ja klar. Der Rollenstein-Gigant, ich glaube, ich muss dazu nicht viel sagen. Ich liebe Final Fantasy, ich habe Final Fantasy 1, 2, 4, 5, 6, 7 und 8 und 9 spiele ich gerade und natürlich 13 habe ich durch, also 13 nicht durchgespielt, aber zumindest angefangen. Ich fand 13 so furchtbar und das hat Final Fantasy für mich gebrochen und ich seitdem kaufe ich mir uns eins. Wir handeln hier gleich mal Final Fantasy 14 und 15, würde ich sagen, ab, denn das war natürlich das Interessante wieder. Final Fantasy 14 ist ja ein Online-MMO, was so grottige Kritiken bekommen hat, dass es ja wieder abgesetzt worden ist. Also das heißt schon was und der Chef von Square Enix wurde gefeuert, also da kann man schon mal sehen, dass das nichts Gutes wird. Ja, jetzt kommt es halt, Final Fantasy A Realm Reborn kommt das jetzt nochmal für PS3 raus. Es wird wieder ein Flop werden, das ist keine Frage. Aber wenn Square es meint, ich meine halt, Final Fantasy verkauft sich ja. Und ja, das andere, was noch rauskommen wird, da wird es sicher einige Freunde finden, die Remakes von Final Fantasy 10 und 10.2. Finde ich, ey, da stimmst du mir doch zu. Es ist immer das Coolste. Manche Spiele sagen irgendwie, nein, es ist Call of Duty 2, es ist Call of Duty Black Ops. Und was macht Final Fantasy? Es ist Final Fantasy 10, 5, 8, 3 oder sowas. Das ist einfach nur Remastered, also mit HD. Ja, es ist eine HD-Collection von denen. Es ist eine HD-Collection, also ja, sagen sie, dass es super toll und neu wird, aber seien wir uns ehrlich, es ist eine HD-Collection. Okay, und das ist nur PS4, PS3 und PS Vita. PS Vita finde ich schon wieder fast interessant, aber also ich mag Final Fantasy 10 nicht so, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen. Okay. Das Interessante, was aber eher schon wieder war Final Fantasy 15. Man weiß noch nichts darüber, aber es wurde bekannt gegeben nach einem anderen Spiel, zu dem wir am Ende nochmal kommen wird, was mein Highlight der... Ich würde sagen, meiner Gaming-Zeit aller Zeiten wird, aber dazu kommen wir noch später. So, dann kommen wir zu einer Portierung von Flower. Ein sehr schönes Spiel, was für PS3 mal rausgekommen ist. Ja. Flower? Ich hab's letztens erst mal wieder angefangen. Beim MC Muffix geschaut. Nee, eigentlich angefangen und an einem Stück wieder durchgespielt, weil irgendwie, ich weiß nicht, es ist wirklich ein richtig cooles Spiel, vor allem ich habe jetzt zurzeit habe ich Abiturstress und alles mögliche und da tut's echt mal gut, einfach nach Hause, nach einer Prüfung oder ähnlichem, sich hinhocken und wirklich mal nur Flower spielen. Also da kannst du wirklich entspannen und ist wie zum Beispiel Journey oder sowas, hockst einfach da und lässt die ganzen Einflüsse auf dich einwirken und ja, also wirklich ein ziemlich gutes Spiel und ich find's auch gut, dass es jetzt auf die Vita nochmal drauf gespielt portiert wird, also ja. Ich denke mal auf der Vita kann man da schon einiges machen, wenn man auf so einem kleinen Teil das so schön bewegen kann, wie halt den Controller von der PS3. Also denke ich, passt dann auch viel besser. Das kann man dann auch mal, vielleicht nicht, wenn du in der U-Bahn bist, weil da kommt schon irgendwie merklich an, wenn du so rumwählst. Aber es ist schon echt schön, wenn du sowas mit Kopfhörern spielst und so. Ja, da kann man, glaube ich, ist schon ganz schön. Einfach mal abschalten. Vor allem, es ist halt auch so ein Spiel, was so kleiner, was so entspannend ist. Ja, würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde es eher sagen, es ist einfach für alle. Ich meine, du, der M, das ist jetzt auch nicht der Kleinste. Ich würde uns beide jetzt einfach als Core-Spieler bezeichnen, die wirklich
Ach so, so meinst du, Core und Casual, ja. Das ja, und das ist natürlich, halt auch für Casual-Spieler wirklich ganz gut, auch für, ja, weiß nicht, mein kleiner Bruder könnte sich mit Flower hinhocken und könnte da wahrscheinlich, würdest du zwar als erstes mal blöd finden, aber er wird... Blumen. Ja, also ich stimme da dem MMV zu, hat er sehr gut gesagt, es ist einfach ein Spiel zum Entspannen und ich freue mich wirklich, dass es für die Vita nochmal geportet wird und ich hoffe, es hilft der Vita. Vor allem von Dead Game Company kommen sowieso nur geile Spiele, also... Journey, Flower, Eben. Flow. Die haben nur geile Spiele, also von daher. So, dann kommen wir zu einem weniger geilen Spiel, nämlich Forza Motorsport 5. Jeder weiß es, der irgendwie einmal auf dem Kanal bin, ich bin Xbox-Hasser. Forza ist für mich das Gebilde, was ich an Xbox hasse. Forza ist einfach die billigste Kopie von Gran Turismo. Und Gran Turismo ist einfach ein Meilenstein, was nie von Forza erreicht wird. Versucht's Microsoft jedes Jahr einmal, aber es ist einfach nichts. Sei mal ehrlich, Xbox One, Starttitel, juhu. Können wir ignorieren. Dann kommt jetzt das große G. Ja, das große G, nicht der Gronkh, obwohl, eigentlich hat das ja was mit Gronkh zu tun. Und über welchen Titel reden wir? Richtig, natürlich, jeder kennt das Spiel ja dank Gronkh, würde ich eher mal sagen. Ein Spiel, was von einem deutschen Entwicklerstudio ist, nämlich Daedalic Software, die ja mit Whispered World eins meiner Lieblingsadventure gemacht haben und auch sonst mit Edna bricht aus und so ganz nette Adventure gemacht hat. Gupa Tibune wird der Abschluss der Reihe sein und wurde leider jetzt, nur, sofern ich weiß, abgesagt, dass Daedalic da zur E3 kommt. Schade, aber wird wahrscheinlich ein richtiger Verkaufserfolg. So, und dann kommen wir jetzt noch zu einem wirklichen. Wir haben ja gerade Forza gehabt. Jetzt kommt das wahre Forza, nämlich Gran Turismo 6. Ich kenne einen Freund, der ist eigentlich wirklich kein so Spieler, muss ich jetzt mal sagen. Aber der hat sich, Gran Turismo 5, hat sich dann eines dieser Lenkräder gekauft und ist einfach mal versunken für eine Woche. Gran Turismo ist echt so ein Spiel, da kannst du wirklich so hunderte Stunden wirklich dran sitzen und das spielen. Es ist, keine Ahnung. Es hat wirklich keine Faszination wie ein anderes. Ich habe mal auf der PS2 Gran Turismo 3 gespielt und es ist echt schlimm. Du spielst wirklich, es ist fast schon MMO-mäßig, du spielst wirklich nichts mehr anderes. Also, der Kopf von Polyphone Games, der ist ja auch wirklich mal Rennfahrer gewesen und der weiß wirklich, wie es ist. Und der wird, Gran Turismo 6 wird einfach der Titel wieder sein, warum sich die Leute dann eine PS4 kaufen wird. Das war bei der PS1 war das der Verkaufsschlager, warum sich alle eine PS1 gekauft haben. Bei der PS2 genauso und bei der PS3 Japaner, haben sich auch erst wirklich, Japaner, also war es zumindest eins der Verkaufserfolge. Ja, aber wirklich. So, jetzt kommen wir zu einem Spiel namens Killer's Dead. Wenn du den Namen Killer's Dead hörst, mein lieber Herr Emre, was denken Sie da? Killer is dead. So, und ja, jetzt kommen wir zu einem Spiel. Möchten Sie es mal vorstellen? Es beginnt mit K und hört mit Shadowfall auf. Killzone, Shadowfall? Ja, gut. Ich bin heute wirklich etwas dazu drauf, sagen? Gell? Also, ja. Muss man schon zugeben. So, sei immer. Ja. So. Also, wollen Sie etwas sagen zu Killzone Shadowfall? Killzone, ich kenne nur so das Cover von den früheren Spielen, irgend so ein Viech mit roten Augen. es wird von dir in den letzten Tagen, wird's die ganze Zeit, höre ich was von Killzone, wird angehimmelt als das geilste Spiel und... Ich sag nur, es ist das geilste grafische Spiel, so habe ich es gesagt. Und es ist ein Must-Have für dieses Jahr und ein Kaufgrund für die PS4 und du liebst einfach dieses Spiel. Ja, also ich muss sagen, ich habe das erste Killzone immer bei einem Freund im Multiplayer, da haben wir immer die PS2 so angekabelt, haben dann so zusammen immer gespielt, so viert, also waren wir dann immer, und wir haben es immer, das waren noch gute Spiele. In heutigen Spielen wirst du Granaten, ja okay, ist ja langweilig. In Kills wahrscheinlich voll, kannst du die Granate in der Hand halten, du hast immer so gesehen, wann die Granate explodiert, und wir haben uns immer damit gegenseitig, selbst umgebracht. Ja, also ich werde mir, diese Woche wollte ich mir das erste Killzone holen. Killzone 3, ich habe die Demo gespielt und den Multiplayer sehr lang in der Beta. Und ich muss sagen, Killzone 3 ist meiner Meinung nach das schönste Spiel, was es aktuell gibt mit Crysis 3. Es sieht besser aus als ein Battlefield und das heißt ja schon eindeutig was. Also ich traue da Guerrilla Games dass sie wieder ein geiles Spiel machen. Es ist ein Shooter und der hat jetzt auch nicht so viel Innovation, aber es ist ein geiles Spiel. Und wer den, ich glaube, Gamecom-Trailer von Killzone Shadowfall gesehen hat, der weiß, dass das Spiel super, super aussieht. Und es gibt auch noch einen PSP-Ableger namens Killzone Mercenary. So, jetzt kommen wir zu einem Spiel namens Knack. Können wir was dazu sagen? Nein. Ja,
Und dass das ein PS4-Starttitel ist und dass alle von Sony nicht wussten, warum bei der Gamescom alle sich drüber lustig gemacht haben, weil es sich auf Kack reimt. Tja, deswegen sollte man Deutsch lernen. So, was kommt jetzt so Schönes? Ja, Lost Planet 3. Lost Planet 3, fetter Shooter mit fetten Viechern. Das ist mal eine Definition. Ja. Manche, gute Story, spannende Charaktere, interessante Charaktere, meine ich. Spannende Story. Ich hab's noch nie gespielt. Ich sehe es, ich habe nur viel davon gehört, viel davon gesehen, aber selber noch nie Hand dran gelegt. Also kann ich. Muss ich dir zustimmen? Also, ich habe Lost Planet 3, war, also alle Lost Planet Teile waren Spiele, die mich nicht sehr interessiert haben. Ist halt ein Shooter gegen sehr große Bestien. Also, ich glaube, eigentlich hast du schon echt gut zusammengefasst, also, wenn man es verzeiht. Auf Story geheilt hat es jetzt auch nicht so viel, oder? Lass mich. Ja, also ich erinnere mich nur an diesen Game One-Beitrag, wo sie immer gesagt haben: Oh, und dann gehst du auf einen Zug, stirbst, ja, genau, wirst abgeknallt, fällst vom Zug runter, gehst wieder auf den Zug, willst den Schalter legen, fällt dir auf, dass du den Schalter nicht umlegen musst, weil du irgendwas holen musst, ja, laufst zurück, wirst abgeknallt, fällst auf den Zug, kannst du alles nochmal neu machen, dann hast du's, wirst abgeknallt, ja, Game Over und du hast keinen Bock. Ja. Die folgende Mission zeigt recht gut, wie konfus Lost Planet 2 manchmal sein kann. Wir starten auf einem Zug und müssen uns gegen Attacken von gegenüber wehren, werden dabei aber runtergeschossen und respawnen am letzten Datenposten. Wir schnappen uns einen Mech und fallen aus eigener Blödheit runter, dann holen wir uns einen Kampfanzug und fallen wegen der Steuerung runter. Wir aktivieren einen Checkpoint und fallen wegen irgendwas anderem runter. Später finden wir sogar einen Heli, fliegen damit aber erstmal ins graue Nichts und müssen nachschauen, wie man das Ding landet. Als wir endlich am vorderen Zugende ankommen, geht's nicht weiter. Der Grund, wir haben vergessen, einen Datenposten zu aktivieren. Dann kommt der große Akriden-Zampano. Mit einer fetten Waffe versuchen wir ihn abzuballern und merken dann, dass das überhaupt keine Waffe ist, sondern eine Kugel für die große Kanone, auf der wir rumlaufen. Die können wir aber leider nicht laden, weil sie brennt. Als wir endlich die Sprinkleranlage finden und das Feuer löschen, fallen wir schon wieder vom Zug, warum auch immer, respawnen diesmal nicht, müssen komplett von vorne anfangen und machen darum erstmal Pause. Das ist halt, glaube ich, wirklich, ist nicht schlecht, dass es keine gute Story hat. Also, ich habe es zwar noch nicht gespielt, aber ich würde mal sagen, solange es ist, glaube ich, ein guter Koop-Shooter. Ja, also, es ist ja auch nicht verkehrt, weil es gibt ja genügend Spiele, die sowas haben. Einfach einen richtig guten Koop. Also, ja, du brauchst keine Story, sondern einfach einen guten Koop, wo du dich mit Freunden mal hinsetzen kannst und spielen kannst. Also ich nehme jetzt mal das Beispiel mit Battlefield 3 Koop, der war jetzt vielleicht nicht gut, aber er hat einfach saumäßig Spaß gemacht. Eigentlich nur, weil man sich immer aufgeregt hat, weil man gestorben ist und alles von neu machen muss. Oh ja, also darüber können wir später nochmal reden. Ja, wenn wir zu einem Spiel kommen, was vielleicht etwas mit Battlefield zu tun hat. Ja. Wer weiß. Maybe. So, dann Fortsetzung gibt es natürlich das 25. Madden, Yuppie-Dupie-Doo, war ja klar. Dann Magic's Gathering interessiert mich nicht. MacRunner, ganz interessant, eine Mischung aus Portal und Horrorspiel, von Focus Game gepublished, ein Publisher, den ich sehr respektiere, da die echt immer gute Spiele raushauen, aber ja, leider nicht so erfolgreich sind. Dann das große M, nicht das große M wie Maxi, sondern ein anderer M. Ja, danke schön. Ich tue das jetzt hier nur nochmal einspielen lassen. So, also das große M, was meine ich natürlich? Mario und Luigi. Warte, komm, it's me Mario 3, auf 3. 1, 2, 3, it's me! Ach komm, du musst schon mitmachen. It's me, Mario! Okay, ja, ich rede natürlich von Mario. So, Mario, sag irgendwas dazu. Mario Kart Wii U zum Beispiel. Ja, da kommt einiges raus dieses Jahr oder in nächster Zeit. Mario und Luigi Dream Team. Mario Golf World Tour, Mario Kart Wii U, mal schauen, wie das so wird. Mario Party 3DS, Also, dass Mario Kart Wii rauskommt, war ja klar. Wii U rauskommt, war ja klar, weil ja, Mario Kart Wii war ja der Verkaufs-, also Mario Kart insgesamt war immer der Verkaufsset auf dem Mal von den Spielen. Ja, also Mario Party 3DS, das ist schon cool. Ich habe Mario Party auf dem normalen Nintendo DSi. Habe ich das gespielt mit Freunden immer wieder. Also es war wirklich unter uns, unter mir, also mit mir und meinen Freunden, wir haben immer wieder gespielt. Es war einfach ein Spiel, wo du halt dich wirklich zu viert, fünft hinhockst und einfach zocken kannst, bis du geht nicht mehr. Und man schreit sich an und brüllt sich an und es ist einfach richtig geil. So sieht ein gutes Spiel an. Man brüllt sich an, man schreit sich an, so, das macht ein gutes Spiel. Vor allem in der Schule, so früher, ich weiß nicht, wie viele Klasse das war, da hatte halt jeder ein DS und da sind wir in den Pausen, haben wir uns hingesetzt und haben halt wirklich zu viert, fünf oder noch mehr haben wir Mario Party gezockt, Mario Kart und es ist halt, mein Gott, was soll man sagen, Mario. Es ist einfach Mario, ganz ehrlich. Ja, und seid mir mal bewusst, also jetzt, ich möchte jetzt nicht die Qualität aufschreiben, aber es kommt auf jeder Konsole immer ein Mario Golf, ein Mario Kart Wii, ein Mario Kart, Mario Kart und ein Mario Kart Hüpf, da ich an. Und die sind auch alle super. Ich finde sie auch, also besonders hier,
die Super Smash Bros. Serie liebe ich wirklich. Oh ja, und das sind da kommt ja wieder ein neuer Spiele. Teil raus. Also, ja, das sind echt grandiose Spiele, dagegen kann man echt nichts sagen. Leider ist es nicht meine Konsole, die Wii U und der DS auch nicht. Und deswegen sind das leider Titel, die mir entgehen. Yep. So, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten großen M, und zwar zu MC Mafix. Der ist toll, ich weiß. MC Mafix. Das war nicht der M, das war die schreiende Menge, die vor meinem Fenster ist. Also, was denkt ihr denn bitte? So, jetzt kommen wir zu dem großen M. Es ist eine Serie von Hideo Kojima. Es ist, würde ich sagen, ich würde sie unter den so unter die Top 5 wirklich der besten Spiele-Serien einordnen, die es gibt. Es ist Metal Gear Solid 5, aka Ground Zero, aka The Phantom Pain. Da gab es ja so viel merkwürdige Berichterstattung. Erst, ja, es gibt Metal Gear Solid Ground Zeroes. Okay, man spielt dort den Naked Snake, den aus dem dritten Metal Gear Solid. Oh, dann kommt Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Hä, da spielt man jetzt doch Solid Snake? Hä? Nein? Da spielt man jetzt doch Naked Snake? Also, ich glaube, der Hideo Kojima weiß selber noch nicht, was er da rausmacht. Aber seien wir uns mal bewusst, Metal Gear Solid 1 war ein geiles Spiel. Metal Gear Solid 2 war krank, hat alle abgefuckt, aber es war ein geiles Spiel. Metal Gear Solid 3 ist mein Highlight der Serie. Und Metal Gear Solid 4 habe ich noch nicht gespielt, aber es soll so super gut sein. Und es war für viele der Grund, warum sie sich eine PS3 gekauft haben. Und seien wir uns mal ehrlich, Metal Gear Solid 5 und Ground Zero werden geile Spiele werden. Stimmt's? Ja, denke ich auch. Gute Antwort, so. Und ja, was haben wir jetzt als nächstes schönes Spiel hier? Schauen wir mal. Möchtest du mal wieder ein kleines Spiel vorstellen? Naja, da gibt's eigentlich nicht so viel. Sagen wir was über NBA Live. NBA Live 14. Ich war noch nie so der Basketball-Fan. Ich denke mal, wird sich wieder verkaufen wie geschnitten Brot, genau wie FIFA 14 und Madden und was weiß ich, was es nicht gibt. Also. Immer diese Sportspiele, ja. Ich würde sagen, es ist jetzt mal wieder ein Zeitpunkt, um einen kleinen Cut zu machen. Im nächsten Part werden wir uns dann wieder mal weiter beschäftigen und gleich mal mit einem Spiel, was den Emder auch sehr interessiert, nämlich Murder Souls Peste, Need for Speed to Run, Pro Evolution, Schieß mich tot und was auch immer kommt da noch. Also bis zum nächsten Mal, euer MC Mafix und... Ich, Emre. Verpeilt wie immer und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.